Als ich letzte Woche im Gym war und dabei Musik gehört habe, kam jemand zu mir und hat mich gefragt, was ich da höre. Ich gab ihm also meine Kopfhörer und kurze Zeit später sagte er: Techno mag ich nicht so. Das hat mich auf die Idee gebracht, Videos zu machen, in denen ich verschiedene Musikstile mal genauer unter die Lupe nehme und die Unterschiede aufführe. Und gleich zu Anfang habe ich mir zwei Musikstile ausgesucht, die nicht so einfach zu unterscheiden sind. Um ein besseres Verständnis zu bekommen, warum House und Techno sich so ähnlich sind, habe ich die Geschichte der beiden hier einmal kurz zusammengefasst. Fangen wir mit House an. Fälschlicherweise wird heute immer noch angenommen, dass House in den USA der 80er Jahre entstanden ist. Aber bereits schon 1977 veröffentlichte Donna Summer ihren Song I Feel Love. Keiner würde heute zwar noch diesen Song als House bezeichnen, aber hier nahm von der musikalischen Seite her alles seinen Anfang. Ende der 70er Jahre gab es in Chicago einen Club namens Warehouse. Dort legte der DJ Frankie Knuckles Platten auf, hauptsächlich aber nur New Wave und Disco. Und immer wenn die Leute dorthin gehen wollten, sagten sie Let's go to the house. So ist der eigentliche Begriff House Music langsam entstanden. Später in den 80ern, als House Music für viele schon ein Begriff war und die Techno-Szene beeinflusst durch House langsam entstand, nannte man Techno noch nicht Techno, sondern gerade wegen der Beeinflussung durch House Techno House. Ich finde das ist jetzt ein sehr guter Übergang, um die Geschichte von Techno zu erläutern. Wie gesagt, ich will jetzt nicht die komplette Story der beiden Musikstile erzählen, sondern nur das Wichtigste für das Video zusammenfassen. Alles andere würde auch den Rahmen sprengen. Kommen wir zu Techno. Dieser Musikstil ist in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Nordamerika und Europa entstanden. Und wie bereits schon gesagt, durch die Beeinflussung von House. In den 90er Jahren hatte Techno seine Blütezeit und wurde als eigenständiger Musikstil anerkannt. Damit kommen wir jetzt auch schon zum wichtigsten Teil dieses Videos, nämlich wo liegt der Unterschied zu House. Ich gebe zu, dass es sehr schwierig ist, beide Musikstile voneinander zu trennen, da die Grundelemente sehr ähnlich sind. Aber wie bei Äpfel und Birnen, obwohl beides Obst ist, ist auch bei Techno und House die Zusammensetzung nicht genau gleich. Ein wichtiger Punkt ist die Geschwindigkeit. House ist meistens langsamer als Techno. Außerdem ist mir aufgefallen, dass bei den meisten klassischen Techno-Songs im Vergleich zu den klassischen House-Tracks die offene Hi-Hat auf der geraden Achtelnoten zu finden ist, während bei House die offene Hi-Hat zwischen der Achtel sitzt. Ich finde auch, dass Techno insgesamt maschineller klingt. Beim Beat, also beim Taktschlag, ist mir kein Unterschied aufgefallen, auch nicht was die Clap angeht, da diese sich bei beiden Musikstilen auf jeder zweiten Viertelnote befindet. Einfach ausgedrückt, auf jeder zweiten Kickdrum. Ob nun damit gerechtfertigt ist, dass Techno als eigener Musikstil bezeichnet werden darf oder vielleicht doch wieder in Techno House umbenannt werden soll, ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite gehören zwar beide zur EDM-Familie, auf der anderen sieht man aber doch schon eine sehr große Ähnlichkeit. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie mir mal unten in die Kommentare.